Kapitel 6. Die Lage ist ernst. In letzter Zeit wird das Leben auf dem Hof immer schwieriger. Wir besitzen nach wie vor kein Lebenszeichen von Marie, der Eigentümerin. Nichts an ihrer Abwesenheit rechtfertige derzeit eine polizeiliche Untersuchung, heißt es. Aber bei uns wächst die Unruhe. Ihr Verschwinden ist unerklärlich und entspricht in keiner Weise Maries üblichem Verhalten, so wie es meine Freunde kennen. Außerdem stellt uns diese Affäre vor erhebliche organisatorische und finanzielle Probleme, die selbst Flora mit all ihrer Energie und Miguel mit seinem Fingerspitzengefühl nicht zu lösen vermögen. Sicher bin ich inzwischen fester Bestandteil dieser Familie, aber ich habe das unangenehme Gefühl, dass die Harmonie dieser heilen Welt zusehends brüchig wird. Freitag, Oktober 2007. So, ja, wir sind jetzt im Kapitel 5. Ich heiße euch erstmal willkommen zum Part 23 von Abenteuer auf dem Reiterhof und so nun auch Kapitel 5. Ja, und da ist Raphael und wir reden am besten gleich mit ihm, wenn er schon einmal neben unserem Raum auf dem Boden steht. Hallo Raphael. Du bist in Gedanken. Stimmt was nicht? Der Bürgermeister ist auf dem Hof. Er redet mit Flora, Miguel und Carol. Ich habe da so eine Ahnung. Wir sollten hingehen, meinst du nicht? Ich wüsste gerne, was da los ist. Aber sie haben sich in Floras Büro eingeschlossen. Wir könnten am Fenster lauschen. Mit ein bisschen Glück steht es offen. Gute Idee. Gehen wir? Okay. Ich beeile mich. Wir treffen uns da. Neue Aufgabe. Auf dem Gestüt. Wir auf das Gestüt gehen, um das Gespräch zwischen dem Bürgermeister und Flora zu belauschen. Die sind aber ganz schön böse. Quatsch. Wir belauschen einfach Leute. Das ist nicht nett. Und wir haben es jetzt schon um 10. Vielleicht das Fenster. Nein, das auch nicht, das würde ich auch nicht nehmen. Ich vermute, es ist eins hinter dem Gebäude. Meiner Meinung nach, also würde ich jetzt mal sagen. Ah, Raphael, ist schon da. Und, hörst du etwas? Nichts, das Fenster ist zu und die Scheibe ist zu dick. Was nun? Hast du eine Idee? Tja, ich weiß nicht. Muss dir was einfallen zum Kuckuck? Hallo, wir machen doch wohl jetzt hier kein Fenster kaputt. Okay. Hey, was machst du? Das war ein Witz. Aber was ist nur in dich gefahren? Bist du irre? Entschuldige, Flora, das war ein Versehen. Ich wollte diesen Stein entfernen, wegen der Pferde. Ich habe schlecht gezielt. Bei dir piept's wohl, ha? Darüber reden wir später noch, junger Mann. Nun, habe ich etwa keine Fantasie? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott! Er hat wahrhaftig jetzt die Scheibe eingeschlagen. Bei dir piept's wohl, junger Mann. Genial. So, wir haben auch noch... Ich habe, dadurch, dass es jetzt ein paar Tage weggefahren sind, weil ich halt da einfach nichts passiert ist. Weil ich weiß nicht, ich habe glaube ich Mittwoch aufgenommen, bis Mittwoch, und wir haben heute Freitag hier in diesem Spiel. Und ja, Nebenaufgaben habe ich beispielsweise erfüllt, verschiedene Dinge. Aber es steht da, dass wir die jetzt immer noch belauschen müssen. Aha. Ich weiß nicht, warum wir diskutieren. Sie können den Hof nicht ohne Maries Zustimmung kaufen und niemand weiß, wo sie ist. Sie stecken fest. Außerdem wollte sie ihnen ihr Land niemals verkaufen. Das ist im ganzen Dorf bekannt. Die Lage hat sich geändert. Ich wollte ihnen diesen Kummer ersparen, aber sie lassen mir keine Wahl. Die Nachforschungen zu Maries Verschwinden haben ergeben, dass sie tot ist. Tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Was? Nein! Das ist nicht wahr! Das ist unmöglich! Sie machen mir keinen allzu bestürzten Eindruck. Ist das da ein Grinsen? Das ist hier doch wohl völlig deplatziert, oder? Aber das ist unmöglich!
Sie kann nicht tot sein. Wo ist Ihre Leiche? Nun, es gibt keine Leiche. Also beweist nichts Ihren Tod. Vom menschlichen Standpunkt aus gesehen haben Sie vollkommen recht. Juristisch besagt dieses Dokument jedoch, dass sie nicht mehr auf dieser Welt weilt. Das ist lächerlich. Ohne Beweis kann man eine vermisste Person nicht für tot erklären. Nach einem gewissen Zeitraum schon. Ja, sagen wir, dass man die Prozedur etwas beschleunigen kann. Aber dann ist dieses Dokument ja gefälscht. Sie sind ein Mistkerl, Herr Bürgermeister. Hüten Sie Ihre Zunge. Beweisen Sie mir doch, dass es falsch ist. Wenn nicht, fordere ich Sie auf, die Schulden umgehend zu begleichen. Unsere Geduld ist am Ende. Noch ein Rat. Packen Sie schon mal die Koffer. Wow. Also damit hätte ich auf gar keinen Fall gedacht, dass der Bürgermeister echt so gierig ist, dass er wahrscheinlich Dokumente fälscht, um halt wirklich Maries Tod vorzutäuschen. Also wow, das erschüttert mich gerade extrem. Wir schauen doch mal, was Raphael dazu sagt. Welchen Standpunkt er verdeutlicht? Meinung ist? Ja, welcher Meinung er ist. Emma, das lassen wir doch nicht zu. Bin ich ganz deiner Meinung, das können wir einfach nicht zulassen. Achso, das war's. Okay, ich hab jetzt gedacht, da kommt noch mehr. Gibt's jetzt irgendeine Aufgabe? Nein, ich mal sagen. Ich vermute, wir würden einfach... Wir stützen uns einfach mal schnurstracks in das Gespräch. Oder, ja, so würde ich zumindest sagen. Laura sieht von hinten echt komisch aus. Hast du unser Gespräch belauscht? Das geht über meine Kräfte. Es gab Zeiten, da hätte ich dagegen angekämpft, aber ich bin erschöpft. Ich fürchte, dein Entschluss, auf dem Gestüt zu arbeiten, führt in eine Sackgasse. Es tut mir leid, Emma. Hör mal, Flora, ich werde euch helfen. Ich weiß noch nicht wie, aber das lasse ich nicht zu. Die sind zu stark für dich. Wir können nichts tun. Man sollte es zumindest versuchen. Korrekte Mong. Und außerdem, es lebe die Frauenpower. Ich bin sicher, dass du es schaffen kannst, Emma. Bitte unternimm etwas, um das zu verhindern. Oh. Ich bin sicher, dass du es schaffen kannst, Emma. Bitte unternimm etwas, um das zu verhindern. Sehr nett, dass du uns helfen willst, Emma. Aber ich fürchte, dass es keinen Sinn hat. Er ist zu mächtig. Niemand ist zu mächtig für uns. So, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich alle angequatscht. So, meine Aufgabe war, das Ding zu belauschen und jetzt hänge ich wieder fest. Okay, was ist? Emma, ich habe da eine Idee, die uns helfen könnte. Super, Raphael. Mal schauen. Ich höre. Ja, so. Dieses Dokument bereitet uns Probleme. Warum holen wir es uns nicht einfach? Unbewusst, oh mein Gott! Hast du sie noch alle, Raph? Außerdem wird er sich sicherlich leicht ein neues besorgen können, weißt du? So sicher ist das nicht. Und wir gewinnen dadurch Zeit. Oh mein Gott. Was denn? Er geniert sich ja auch nicht, ein offenbar gefälschtes Dokument anzufertigen. Er lässt Marie für tot erklären, um an ihr Land zu kommen. Das stimmt. Aber es ist ein großes Risiko. Wir müssen das Dokument erstmal finden. Wir müssen ihm einen ganzen Tag lang folgen, um seine Gewohnheiten auszuspionieren. Dann können wir überlegen, wie wir an das Dokument kommen. Das ist kein Spiel, Raphael. Wir sind keine Geheimagenten. Tja, wenn du eine bessere Idee hast, ich höre. Okay, Raph, habe ich nicht. Und wie willst du vorgehen? Wir müssen herausfinden, wo er das Dokument ablegt. Er hat es jetzt bei sich, also folgen wir ihm. Postiere dich vor dem Rathaus und ruf mich an, sobald er herauskommt. Prüfe, ob er die Aktentasche dabei hat. Beeil dich, sonst verpasst du ihn. Oh mein Gott! Nein, das geht nach Zeit. Das finde ich uncool. Ich bin auf Zeit nie gut. Oh mein Gott, ich habe nur 4 Minuten. Ich hänge überall fest und ich werde es nicht schaffen. Das ist ein Zeitspiel, das ist unfair. Das ist verdammt unfair. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Ja, ja, ich nehme dieses komische Pferd. Ja, komm, los. Ich weiß noch nicht mal, wo das Rathaus ist. Komm. Auf, Pferd, lauf. Oh Gott, das ist so ein lahmes Pferd.
Und es ist neblig. Oh nein. Ich hasse dieses Pferd manchmal. Okay, ja, also wir müssen jetzt herausfinden, wo der Typ halt, dieser Bürgermeister, dieser gierige Bürgermeister, das Dokument hat. Also ich vertrete die Meinung vollkommen von den beiden, nämlich, dass sie glauben, dass das Dokument verfälscht ist, besser gesagt, alle, gefälscht ist, was eigentlich hier alle glauben. Weil, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil es wäre einfach einerseits zu simpel, wenn Marin tot wäre. Ich weiß noch nicht mal, wo das Rathaus ist. Oh, das ist doch ein... Sorry, ich fluch nicht. Ich fluch zu viel. Tief regt mich manchmal auf. Und zwar sehr. Besonders, weil sie nie schnell rennt. Ich glaube, das ist vollkommen machbar. Rathausplatz. Okay, ich bin da. Jetzt muss ich mich irgendwo unauffällig postieren, bevor er herauskommt. Gut. Okay, ich mache mir so einen Stress. Was muss denn überhaupt das Rathaus? Ich glaube, das ist das Rathaus. Wo postet? Was? Wo ich mich hinstelle, sagen wir so. Weißt nicht, tu mich hier unten in diesem kleinen Dings stecken. Hier dran. Oh, aber schlecht, ich weiß. Wer kann. Oh, okay. Perfekt. Hier entdeckt man mich nicht und ich sehe ihn rauskommen. Okay, mein Versteck ist grandios. Grandios, ey, boah. Also, ich hätte sie nicht bemerkt. Okay, das ist die Logik des Spiels. Ich muss Raphael anrufen, schnell. Wo ist er rausgekommen? Wo ist er rausgekommen? An der Straße rechts vom Rathaus, die zum Platz führt. Hat er den Anrufer? Ja. Danke, ich rufe in einer Minute zurück. Okay, das machen wir in der Zeit. Minute dauert aber jetzt lange. Es bleibt bei 31 stehen. Okay, Emma. Er ist in die Kirche gegangen. Bezieh Posten und sag Bescheid, wenn er rauskommt. Was wirst du machen? Ich befrage meine V-Leute nach Informationen. Wow, unser Raffi nimmt sich aber ernst. Also los, bevor es zu spät ist. So, was haben wir denn jetzt für eine Aufgabe? Den Bürgermeister folgen. Mein Gott, ich krieg da irgendwie ganz schön viel Zeit, kann es sein? Das Geräusch frage ich mich. Okay, ich bin da. Jetzt muss ich mich irgendwo unauffällig postieren, bevor er herauskommt. Okay. Neue Aufgaben zugefügt. Mit dem Taxityp will ich jetzt nicht hin. Ich vermute, es ist wieder so genial hier unten. Nein. Er ist in der Kirche. Einmal ringsherum. Warum bleibt es bei 10:31 stehen? Zeit. Ich würde sagen, fast das mich hier hinten verstecken muss. Ist aber irgendwie nicht der Fall. Vielleicht hier hinten als Verstecknutze? Nein. Diesmal ist es einfach schade. Meine Nase krabbelt. Das ist richtig uncool. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Aber naja. Ich will jetzt zumindest, glaube ich, das noch abschließen. Oh nein. Wo ich mich hinstellen muss. Besonders, wir könnten auch mal ein Stück rennen.
Oh nein. Okay, ich weiß, wo ich mich jetzt hinstellen muss. Weg. Nein. Oh. Du kleines Kind. Oder hinderst du mich daran, dass ich da hinten lang gehen kann? Sind das zwei Ärger? Wow, das ist ja irre. Ja, finde ich auch voll cool. Okay, wegen ihr kann ich denn nicht dahinter gehen. Wo müsste ich mich sonst verstecken? Und wir fragen ein bisschen den Taxifahrer. Hallo, Taximann. Guten Tag, Mademoiselle. Habe ich da neulich einen ironischen Unterton in Ihrer Stimme wahrgenommen? Weiber sind doch alle gleich, quatschen permanent und sind dabei giftiger als die Schlangen. Aber was soll's, ich verzeihe Ihnen, eigentlich mag ich Sie ja ganz gerne. Ich bin entzückt, aber ich weiß immer noch nicht, warum Sie hier sind. Und neugierig obendrein, Mademoiselle. Ach ja, stimmt, das haben wir schon alles gehört, dass der hier ist, weil... der jetzt irgendwie hier arbeitet. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich mich hinstellen muss. Und das regt mich ein bisschen auf. Oh Mann. Können die das nicht irgendwie kennzeichnen? Dann ist doch auch immer alles offensichtlich. Vielleicht ist ja auch hier oben. Ich kann mir das gut vorstellen. Oh, das kleine Kind da unten macht mich auch ein bisschen muschig. Versteckt. Ich muss, das ist irgendwo, wo es offensichtlich ist. Oh mein Gott. Sie wird hundertprozentig, könnte sie so gesehen werden, aber naja, wir sind ja im Spiel. Ich muss Raphael anrufen. Schnell! Er hat die Kirche verlassen. Wie hat er sie verlassen? Also, über die Gasse rechts neben der Kirche, über die Treppe links der Kirche, über die Gasse vor dem Café. Vor dem Café? Vor dem Café? Über die Gasse vor dem Café. Ja. Ja. Okay, ich rufe dich sofort zurück. Gut, ich kann natürlich jetzt keinen Stopp machen. Gut, dann werden das zwei Folgen. Er ruft mich gleich zurück. Du musst dich geirrt haben. Ich sehe ihn nicht. Na egal, morgen ist auch noch ein... Nein, es war das Erste. Oh nein, ich darf das morgen nochmal alles machen. Ja, ich werde das Ganze dann halt nochmal aufnehmen und werde dann an dieser Stelle dann einsetzen. So, aber, ja, weil die Klare ein bisschen blöd ist, weil er ist nämlich irgendwie über die Gasse. Wo ist denn das Café? Meines Erachtens ist das das Café. Und ich glaube, er hat links gesagt und nicht rechts. Oh, ich bin bekloppt. Ich bin bekloppt. Okay, er ist nämlich hier hinten lang. Hier, über die kleine Allee. Für die kleine süße Armee. Ja, naja. Ich gehe jetzt, glaube ich, noch schnell nach Hause und dann gehe ich nicht schlafen. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge von Abenteuer auf dem Reiterhof Kampf um die Welt. Tschüss!